you how the prophet said, but you got a good lawyer. Hope you didn't catch a tan. Hope you find the right man who fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? Did you have to pay that fine that you're talking all the time? I used to dizzy. Some stuff coming home. Well, my brother's got a pass. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want to come on over. Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, es ist mal wieder soweit, Freitagabend, 19 Uhr und wie ihr seht, wir sind nicht im Autohaus Gebrüder Bormann. Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, wir gehen on Tour. Wir sind heute bei unseren Freunden der Musikschule Drewes. Ich freue mich auch gleich ganz besonders, dass die liebe Sabrina und der liebe Thorsten zu uns kommen. Denn wir haben ja noch vom letzten Mal Gewinner, die wir leider nicht ziehen konnten, weil wir ein bisschen technische Probleme hatten. Also, heute gibt es doppelt Gewinner. Einmal die Gewinner von der letzten Sendung und dann am Ende dieser Sendung. Also auch wieder aufpassen und bis zum Ende da bleiben. Denn dieses Mal gibt es auch wieder tolle Preise zu gewinnen. Beispielsweise auch Bücher unseres bekanntesten Fernsehgärtners René Waders, den ich gleich begrüßen werde. Unter anderem heute in der Sendung Landtagsvizepräsident Frank Öster-Hellwig. Also wir haben wieder tolle Menschen, tolle Geschichten und natürlich auch ein tolles Publikum. Die Show haben wir jetzt auf MFG umgemünzt. Menschen, Firmen und Geschichten. Wir haben gesagt, das passt einfach besser zu uns und auch natürlich zu euch. Jetzt freue ich mich erstmal ganz besonders, dass der Solidarfonds weiterläuft. Wir blenden jetzt gleich nochmal die Spendenkontonummer ein der IWW, der Solidarfonds Wolfenbüttel. Das ist jetzt gerade, genau, jetzt kommt die richtige. Also bitte kräftig spenden für die betroffenen Betriebe hier auch im Landkreis Wolfenbüttel. Dann die Aktion One Euro a Day des Unternehmerstammtisches um Sven Streif. Da geht es um unsere Klinik hier im Wolfenbüttel, um das städtische Klinikum, dass da ordentlich Trinkgeld gesammelt wird für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei sein wollt, mit eurer Firma, mit eurer persönlichen Geschichte, dann schreibt uns doch einfach an anmeldungen@mit-wf.de.
Ja, jetzt kommt die Gewinnspielziehung vom letzten Mal. Ich freue mich ganz besonders, dass die liebe Sabrina bei uns ist. Liebe Sabrina, schön, Hallo. Dass du da bist. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Wir kennen sie ja alle, nicht nur in der Eigenschaft der Sängerin, nicht nur in der Eigenschaft der Geschäftsfrau hier der Musikschule Drewes, sondern natürlich auch als Glücksfee. Man könnte sagen, Sabrina, es ist schon fast Tradition, dass du hier die Glücksfee bist. Ja. Ich freue mich wirklich ganz besonders, Vielen dass Dank, du Holger. Das heute wieder übernommen hast. Sehr gerne. Fangen wir an. Wir wollen gar nicht lange fackeln. Genau, dann gucken wir doch mal. Wer notiert das bitte im Hintergrund, der Liebe? Alles klar, sehr schön. So, als erste Gewinnerin 50 Euro ist die Sandra Trepto. Sandra Trepto hat gewonnen, 50 Euro vom letzten Mal. Die Gutscheine werden dann auch wieder zugestellt über Harald Borm. Oder so. Abgeholt werden, Entschuldigung, können abgeholt werden. Svenja und Kai Oberneier. Svenja und Kai Oberneier haben gewonnen. Die hatten schon mal in einer anderen Sendung, glaube ich, gewonnen. Also wir haben hier wirklich Stammpublikum mittlerweile, was hier zuschaut. So. Ui. Das ist die Chiara Proske. Chiara Proske, herzlichen Glückwunsch. Ja. Moment. Daniela Weidner. Daniela Weidner. Welchen Betrag? Sind wir immer bei 50? Wir sind noch bei 50 Euro City-Gutschein hier im Wolfenbüttler Einzelhandel bei den Betrieben, die mitmachen im gesamten Landkreis. Norbert Fasterling. Norbert Fasterling, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt haben wir 51er haben wir noch. Mhm. 51er haben wir noch. Siegmund Nebel. Siegmund Nebel, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt der kommt der Hauptgewinn. Genau, wir haben keinen Tusch. Keinen Tusch haben wir diesmal nicht, aber Alexander Weinreich. Alexander Weinreich, herzlichen Glückwunsch. 200 Euro als Gutschein abzuholen bei Erdbringum Fehmeier, bei Harald Borm. Liebe Sabrina, ich sage erstmal recht schönen Dank, dass Vielen du mit Dank. Dabei warst. Vielleicht kannst du deinen Mann jetzt zu uns holen, der liebe Thorsten. Und ich hole ihn und ich nehme ihn mit. Sehr gut. Wir kommen sehr gut. Gemeinsam. Ihr seid gemeinsam, da dreht euch einmal so ein bisschen in die Kamera. Genau. Das ist immer wichtig, dass das Publikum euch auch von vorne sieht. Es ist schön, dass wir heute mal bei euch sind. Es war ja sonst immer bei mir im Autohaus. Stimmt. Und lieber Thorsten, wie seid ihr dazu gekommen, spontan zu sagen, Mensch, wir laden einfach das Format mal hierher ein in unsere Musikschule und senden dann mal live hier direkt her. Ja, wir waren ja nun wirklich ganz oft bei dir zu Gast und auch immer herzlich und nett eingeladen. Und da haben wir gesagt, vielleicht können wir das mal so ein bisschen aufteilen und können es ja auch mal bei uns in den Räumlichkeiten machen. Dann, ja, das hat sich so angeboten. Also, ein Mann, ein Wort. Ja. Bist ja auch ein Mann der Tat. Ich erinnere mich noch an die spontane Spende vom letzten Mal. Ja. Da auch nochmal schönen Dank Gerne. Für. Am Montag geht's hier wieder los. Richtig. Sabrina? Ja, es geht weiter. Wir freuen uns total nach so vielen Wochen der Stille hier in der Musikschule. Freuen wir uns auf Musik aus den Räumen. Natürlich unter den gewissen Vorgaben, die wir haben. Wir ja. haben uns um alles gekümmert. Und ja, die Türen sind am Montag wieder geöffnet. Unsere Schüler sind informiert. Und es dürfen auch wieder Probestunden Schüler sich melden, die Interesse haben, das ein oder andere Instrument auszuprobieren. Wir freuen uns sehr, wir haben Kapazitäten und ja, auf geht's ja, in unsere jetzige neue Normalität, ja. Kann man ja so sagen. Mit allen Sicherheitsabständen, alles. Die dazugehören, genau. alles. Ja. Aber ihr seid froh, dass es wieder ja. vorangeht. Genau. Also ich wünsche euch auch alles, alles Gute. Wenn ihr noch was sagen möchtet, dann ist es jetzt eure Zeit. Da Bitte. Ist die Kamera. Bitte. Und Bitte. Viel Spaß. Ja, nochmal ganz lieben Dank an das ganze Team, an die MIT nochmal für diese wirklich gelungene Veranstaltung. Wir sind froh, einen Teil dazu beitragen zu können. Und freuen uns schon auf Montag, dass wir endlich wieder Schüler, zwar nicht so wie vorher, aber doch endlich wieder Schüler hier bei uns im Haus begrüßen zu dürfen. Weil uns wird sonst langsam langweilig. Richtig? Bestimmt. So ist es. Ich denke, da freuen sich auch die Zuschauer.
Und wer noch keinen Termin hat, der sollte sich mit euch in Verbindung setzen. Bitte. Ich bin vorhin bei der Vorbereitung mal durch den ein oder anderen Raum auch gegangen. Mhm. Und da habe ich auch das ein oder andere aus dem alten Theater entdeckt. Wie ist es denn dazu gekommen? Das ist richtig. Also wir haben als wir uns die Instrumente für die Musikschule ausgesucht haben, sind wir ziemlich weit gefahren und wir waren in einem großen Musikhaus. Und mein Schwiegervater saß in einem Kinostuhl und ich habe gedacht, Mensch, das wäre cool für unsere Musikschule. Und das sind tatsächlich Kinostühle der Neuen Flora aus Hamburg, die mein Mann und mein Schwiegervater damals abgeholt haben, aus dem vierten Stock, glaube ich, einzeln runtergetragen. Bei 40 Grad im Schatten. Und bei 40 Grad im Schatten. Und ja, sie passen gut rein. Das ist ja unser Leitfaden, das Rot. Demnach haben wir gedacht, holen wir die ab und da fühlen die Leute sich drauf wohl. Man sitzt auch sehr bequem. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ich wünsche euch erstmal alles Gute. Danke. Thorsten, würde ich noch mal kurz bitten, dieses schöne Trikot in die Kamera zu halten. Der hat ein bisschen Kraft. Das wollen wir mal Sabrina jetzt hier nicht zumuten mit diesem riesen Rahmen. Ist ja größer als ich. Ja, das ist ja riesig. Also dieses Trikot haben ja die lieben Freunde in der einen Sendung verlost von der AXA Generalvertretung Gilmeister und Heffner. Und das hat auch jemand gewonnen. Denn die liebe Ines Hoberg, herzlichen Glückwunsch, liebe Ines, du hast dieses tolle Trikot gewonnen. Setz dich bitte mit den Kollegen der AXA von Gilmeister und Heffner auseinander, zusammen, und dann kannst du dir das, glaube ich, abholen und damit viel Freude haben. Also, nur Gewinner heute hier in der Sendung. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, jetzt kann das aus dem Bild sozusagen. Wir sind dann. Jetzt kommen wir nämlich zu der ersten Gewinnspielfrage des heutigen Abends. Also schon mal aufpassen, die wird jetzt gleich eingeblendet. Wie heißt das 2000 Quadratmeter große Möbelhaus in unserer Innenstadt? In unserer Innenstadt. A. Möbelhaus Lebgut. B. Ist es die Möbelscheune? Oder C. Möbelbalzer? Also das ist die erste Frage. Wie immer dann am Ende. Heute haben wir die Technik gecheckt. Bitte direkt per Facebook einfach über unseren Kanal, über die bekannten Kontaktdaten senden. Ja, wie man sieht, hinter mir sind ganz viele Gitarren. Ich werde mir vielleicht nachher noch eine umhängen, mal gucken. Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Da ist nämlich, jetzt muss ich mal ganz kurz das hier wegstellen. Ich habe so ein Klemmbrett heute bekommen, aber das ist noch gar nicht so richtig für mich. Wie das so in einer Live-Sendung ist, muss ich jetzt kurz die Karten sortieren. Liebe Isabel, herzlich willkommen hier bei uns. Und du hast hier ein bisschen was mitgebracht, sehe ich gerade. Mhm. Hier liegen ein paar Korken. Mhm. Man riecht leckere Weine. Mhm. Liebe Isabel, du bist von La Cave, hier aus Wolfenbüttel. Mhm. Hast die Sendung auch mal gesehen. Wie ist es dazu gekommen, dass du heute hier bist? Ja, ich habe die Sendung gesehen und dann habe ich mir gedacht, oh, ich will mich auch vorstellen. Ich habe, wie gesagt, einen Weinhandel, zwar kein Geschäft in Wolfenbüttel, wo laufende Kundschaft kommen kann. Ich mache das von zu Hause aus. Ja, und das sind hauptsächlich französische Weine aus dem Languedoc-Roussillon, also aus Südfrankreich. Man kennt ja Bordeaux. Ja. Die Gegend, die du ansprachst, wo ist das genau? Das kann man hier auf der Karte sehen. Das ist in Südfrankreich, am Mittelmeer, an der Mittelmeerküste. Ja. Und Richtung Spanien. Mhm. Ja, also ganz im Süden. Ganz im Süden? Ja, und es ist schön warm und wächst ganz viel Wein. Und das ist die größte Weinbauregion Frankreichs und die ist nicht sehr bekannt. Und das war ein Grund auch, warum ich diese Weine hier in Wolfenbüttel und in Deutschland vorstellen wollte. Ja. Und zusätzlich ist es so, dass man hört es bestimmt auch an meiner Aussprache. Ich wollte gerade sagen, du bist ja eine halbe Französin. Genau, mein Vater ist Franzose, meine Mutter ist Deutsche und mein Vater kommt aus dieser Region. Und dort haben wir auch unser Weingut. Und also das Familienbesitz ist dort und da trifft sich die gesamte Familie im Sommer. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt für uns alle. Wir sind nämlich überall verteilt auf der ganzen Welt. Und, also große Familie. Große Familie, genau. Big Family. Big Family,
Genau. Und deswegen habe ich das so angefangen. Also ich habe erstmal die Weine meines Vaters verkauft und dann peu à peu sind Freunde meines Vaters, die auch Winzer sind, sind zu mir gekommen und gesagt, Isabel, ja, du arbeitest doch in Deutschland und willst du nicht und hier und da. Und so peu à peu habe ich mich auch da unten ein bisschen umgeguckt und habe dann meine Palette erweitert. Ich habe aber eine kleine und feine Palette. Das sind nur 16 Weine. Weiß, ich habe nur einen Rosé, aber das ist der beste Rosé aus dem Languedoc. Und dann also Weißwein, Rotwein und auch Cremant und Blanquette. Das ist der Rosé hier, ja? Genau, das ist der Rosé. Der wird hergestellt von einem kleinen Winzer, nicht sehr große Mengen, Virgile heißt der. Mhm. Das ist ein Bio-Wein, das sind alles Bio-Weine, die ich hier mitgebracht habe. Also Nachhaltigkeit ist dir schon ganz wichtig? Ja, ist mir wichtig. Und es ist mir auch wichtig, diese Winzer zu unterstützen, weil sie wirklich, das sind kleine Winzer, die verkaufen nicht in großen Mengen und die sind wirklich auch angewiesen auf Leute wie mich. Mhm. Und ja, wie gesagt, die Region unterstützen. Wie kommt denn der Wein jetzt aus Wolfenbüttel hier in die Region zu den Menschen? Es ist so, es finden immer im Sommer Weinfeste statt. Ich war letztes Jahr auch zum Beispiel bei der Eröffnung vom Schloss. Mhm. Da hatte ich auch einen Stand. Und in Braunschweig findet im Juli immer ein Weinfest. Nordhausen, Celle, also es gibt verschiedene Orte, wo Weinfeste stattfinden. Und da, so habe ich letztendlich angefangen. So kam ich zu meinen Kunden. Hier in Wolfenbüttel war das so, dass ich auch Weinproben bei mir zu Hause organisiert habe. Ja. Und mittlerweile hat sich das auch rumgesprochen. Ich organisiere auch vor Ort. Ich könnte für dich zu Hause zum Beispiel auf der Terrasse eine Weinprobe organisieren. Ja. Und ja, das ist... Sobald diese Kontaktbeschränkungen ein bisschen gelockert werden, kann man vielleicht wirklich mal drüber nachdenken. Genau. Weil sowas ist natürlich ganz toll. Wir haben das letzte Woche gerade mal digital gemacht. Ja. Geht ja im Moment nicht anders. Genau. Und das habe ich mir auch überlegt. Ja, also ganz toll. Die haben über die Weine erzählt. Man hat sich das angehört. Mhm. Man hat dann ein Gläschen probiert, dann den nächsten probiert. Also es war... Also ich habe mich noch nie so mit Wein 3 Stunden da beschäftigt. Das war schon beeindruckend. Aber es ist trotzdem schöner, wenn man sich sieht und so. Ganz klar. Wir sind ja alle immer ganz gerne auch immer zusammen und dass man sich auch sieht. Ich hoffe, das kommt auch bald wieder. Die Weinprobe zu Hause, das hast du schon immer angeboten oder ist das jetzt auch so eine Idee, die sich... Nee, das hat sich im Laufe der Zeit, also die Kunden, die ich jetzt auch habe in Wolfenbüttel und so weiter, da habe ich immer versucht, auch die Geschichte des Weins rüberzubringen, ein bisschen zu erzählen über den Languedoc, über die Art und Weise, wie die verschiedenen Weine hergestellt werden, weil wirklich jeder Wein unterschiedlich hergestellt wird, je nachdem, was man erreichen möchte. Möchte man die Frucht raus haben, möchte man eher das Alkohol oder wie auch immer, den Alkohol. Dann über Aromen habe ich auch Weinproben gemacht, wo man wirklich mit so einem Aromkoffer und dann kann man verschiedene Aromen testen und dann das an dem Wein dann auch wieder rumtesten. Ja, das habe ich hauptsächlich für die Kunden, die ich schon habe, aber wie gesagt, ich mache das auch gerne. Super. Woanders. Sehr schön. So. Hast du noch eine Botschaft an uns, wo du sagst, du möchtest jetzt heute noch was loswerden? Also als Wolfenbüttlerin, du hast ja gesagt, du bist ja gar nicht von. Wie ist denn das? Nee. Das würde mich nochmal persönlich interessieren, wie man als halbe Französin dann in Wolfenbüttel landet. Also ich bin wegen meinem Mann hier in Wolfenbüttel gelandet, weil er in Braunschweig eine Arbeit gefunden hat. Wir waren davor in Dresden und noch davor in Düsseldorf. Mhm. Und ich hoffe, dass es die letzte Station ist. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Du bist hier sehr zufrieden. Und, genau. Und davor kam ich aus Paris. Und aber ich bin, wie gesagt, schon über 25 Jahre in Deutschland. Also aber den Akzent habe ich immer noch. Ja, finde ich ganz toll. Auch schön, dass es dir hier so gut gefällt. Ja. Wir werden uns bestimmt mal über den Weg laufen, auf dem Wochenmarkt oder in der Stadt. In Wolfenbüttel sagt man ja meistens dann auch immer du. Genau. Isabel, ich habe mich sehr gefreut, dass du heute in der Sendung warst. Ich wollte nur noch eine Sache sagen. Also probieren, ich biete auch Probierpakete. Also man kann sich bei mir melden, gerne über die E-Mail-Adresse
oder Facebook oder ja, wie auch immer. Ich habe gerade eingeblendet und der Monitor ist hier verschwunden, ja, aber gut. Ist ja nicht so schlimm. Alles gut. Und da kann man Probierpakete, also verschiedene Weine, normalerweise verkaufe ich immer kartonweise, ja, immer eine Sorte, aber es ist so, man könnte dann sechs unterschiedliche, du bist genau, damit man, genau, damit man probieren kann. Also im Kiosk hieß das früher mal eine bunte Tüte, bei dir kriegt man einen bunten Karton, ist das nicht schön, genau, heute Abend hier wieder. Ja, ich glaube, es geht weiter mit Musik, wenn ich richtig informiert bin. Nein, wird mit dem Kopf geschüttelt. Jetzt muss ich nochmal. Ich gehe rüber jetzt. Alles klar, ich gehe rüber. Dann nehme ich das Klemmbrett mit. Das liegt daran, weil ich mich hier, glaube ich, nicht so richtig auskenne. Wir gucken mal. Ja, Mensch, natürlich. Natürlich. Der liebe Martin ist hier. Hallo Martin, hallo. Grüß dich. Schön, dass du heute hier bist. Ja, freut mich auch. Was hast du uns denn mitgebracht? Wo kommst du her und was machst du? Ich komme von der Salzhalumer Vogelbörse und ja, Kleintiermarkt. Und das ist eine zoologische Fachhandlung mit Schwerpunkt Vogelfutter. Mhm. Wir haben aber auch für alle anderen Tiere was, fürs Pferd und für das Meerschweinchen und den Hamster. Mitgebracht habe ich einfach mal so drei Sachen. Für unser Vogelfutter stellvertretend mal so vier Sorten Hirse. Wir haben 8 im Angebot. Hörse. Ich erinnere mich an den Hörsebrei. Genau, der das ja früher doch war eins drin. Unserer Standardsernährungsmittel, bevor die Kartoffel auf den Markt kam. Ne? Gut, Biersuppe, ich habe den auch schon. Biersuppe weg, okay, weg und Hirsebrei, okay, war so das Grundnahrungsmittel. Ja, und dann habe ich, weil wir aus einer Gärtnerei entstanden sind, viele werden die Gärtnerei Stütze noch in Erinnerung haben. In Salzdahlum mhm, haben wir halt saisonal bedingt Gemüsepflanzen jetzt oder Sommerblumen, Geranien oder hier stellvertretend mal 3 Elfenspiegel, damit man einen Eindruck kriegt. Und was mir aber besonders am Herzen liegt, ist meine torffreie Erde. Hast du was mitgebracht, hier, ne? Genau, hier, halt das ist so mein Bild, die torffreie Erde. Das ist mein Slogan, mit dem ich darauf aufmerksam mache. Locker drauf, ohne Torf. Torf. Mhm. Torf zu sparen ist einfach wichtig, ökologisch gesehen. Eins unserer wichtigsten Ressourcen, die wir schonen sollten. Also auch das Thema Nachhaltigkeit, was wir gerade bei LKW ja, hatten mit dem genau, Bio-Wein, lebst du auch jeden Tag? Soweit es geht, mhm, versuche ich das. Ihr macht ja immer eine sogenannte Vogelbörse, einmal im Monat. Jetzt ist nun gerade Corona. Wie macht ihr das? Macht ihr die dann digital, die Vogelbörse? Nein. Also wir können für die Leute, die ihre Hühnerbestände auffrischen wollen oder anfangen wollen mit Hühnerhalten, können wir Bestellungen annehmen. Mhm. Ansonsten müssen die Leute in den Laden kommen, weil der Laden darf ja weiterhin geöffnet sein, weil die Tiere brauchen ja ihr Futter. Ihr wart auch nicht von den Schließungen betroffen? Nein, von der Schließung waren wir nicht betroffen. Ihr wart sozusagen systemrelevant, damit genau, die Tiere ihr Futter bekommen? Ja. Und wie kann man sich das bei euch vorstellen? Bei euch kaufen Züchter ein oder auch Kleintierhalter? Ja. Ist das bunt gemischt? Oder? Das ist bunt gemischt. Wir sind halt im Dorf die einzige Stelle, wo man Tierfutter kaufen kann. Aber vor allem von weiter her kommen dann die Züchter, die auch größere Mengen kaufen. Wir haben also auch alles in Sackware und das, was wir hier sehen, das ist und das ist jetzt und jetzt spreche ich von der Erde, was mir ein besonderes Anliegen ist. Die torffreie Erde stelle ich auf dem Gelände selber her und das Besondere daran ist, dass sie Pflanzenkohle enthält. Deshalb habe ich hier diese Mulde mal mit der Kohle hier stehen. Ja. Diese Pflanzenkohle, die wird fein gemahlen, hat eine riesengroße Oberfläche, wodurch die Erde dauerhaft locker bleibt. 1000 Jahre ist nicht zu viel versprochen. Okay. Und dann braucht man nicht mehr graben. Und vom Graben weiß man, dass es eigentlich fürs Bodenleben nicht sehr zuträglich ist. Das heißt, das Bodenleben kann sich da voll entfalten, der Boden kann sich sehr schnell regenerieren und ist unheimlich fruchtbar. Und hier in der Region einmalig, oder? Ich bin, soweit ich weiß, hier in der Umgebung der Einzige, der das wirklich herstellt und auch zum Verkauf anbietet, ja. Also, liebe Gartenfreunde, ab nach Salzdahlum. Wir werden ja nachher vom lieben René noch hören, wie man wahrscheinlich das am besten einsetzt. Ja, da bin ich schon ganz gespannt. Ja, ist immer gut, einfach mit einem Kübel mal für eine Tomate anzufangen und das mal zu vergleichen mit dem, was man sonst so gewohnt ist. Und man muss auch vieles einfach ausprobieren, um mal zu schauen, was dann passiert. Ja. Und ja. Vor allem langfristig merkt man die Wirkung. Also wenn im nächsten Jahr die Erde sich nicht verdichtet hat, sondern immer noch locker ist und wenn man sie nicht austauschen muss in einem Blumenkasten, sondern einfach nur ein bisschen nachfüllen, dann ist das einfach eine Erfahrung, die man machen muss. Ja. Es gibt ja nicht nur Blumen, du sagtest Weihnachtsbäume. In der Saison, Ende des Jahres gibt es dann Weihnachtsbäume, genau.
Im Frühjahr gibt es die Narzissen und die. Ihr seid auch ein Betrieb, Zwiebeln, der ganzjährig geöffnet ist. Wir sind durchgehend offen, ja, von montags bis samstags. Wie bist du dazu gekommen? Bist du mit dem grünen Daumen auf die Welt gekommen oder gibt es da eine kleine Geschichte, wo du sagst. Es ist eigentlich immer egal, was ich angefangen habe, habe ich irgendwo meine Nische gefunden, wo ich mich besonders wohl gefühlt habe. Und hier, nachdem ich auf die Terra Preta gestoßen bin, nach langen Jahren Experimentieren mit Wurmkompost und EM und weiß ich was allem, habe ich gedacht, das ist wirklich. Das ist die Entdeckung des Fluges, auch wenn es noch nicht alle Leute wissen in unserem Jahrhundert. Gut, Ding, und der Garten haben, war irgendwann Dinge brauchen ein bisschen. Ne? Und mein Garten war halt irgendwann zu klein und es war zu nervig, immer aus der Garage aus die Sachen zu verkaufen. Und da war ich dann total froh, als dann die Gärtnerei da zum Verkauf stand. Und ich da jetzt einfach ein bisschen mehr Platz habe zum Experimentieren und auch größere Mengen einfach herstellen kann. Ein Thema ist noch Garten ohne Chemie. Das ist die Grundlage. Wenn das der Boden lebendig und kräftig und gesund ist, dann brauche ich nicht düngen. Zumindest nicht mit synthetischem Dünger. Mhm. Und dann sind die Pflanzen auch stabiler und brauchen gar nicht so viel Unterstützung von außen. Ja, sehr schön. Also ich werde mir ja hier nachher, glaube ich, ein kleines Säckchen mal abfüllen. Das ganze Ding einfach mitnehmen und meine Tomate reinsetzen. Wie lange dauert das dann? Bis die Tomate Früchte trägt oder was? Nee, das wird schon ein paar Tage dauern. Ein paar Tage. Ne? Also eine Woche später Tomatensalat essen ist schwierig. Nein, aber wenn man den Salat da reinsetzt, merkt man schon nach 3 Tagen, wie der richtig Power hat und gut versorgt ist. Ja. Dann testen wir das mal. Ja. Und ich finde das immer ganz toll hier in der Sendung. Wir haben viele Unternehmer und auch Unternehmungen, die direkt vor der Haustür sind. Und ich werde dann von ganz vielen angesprochen, die sagen, das wusste ich ja noch gar nicht, dass ich das. Also ich glaube, du wirst jetzt heute Abend zwar nicht, aber wenn du morgen wieder aufmachst, den einen oder anderen Besucher haben, der sagt, Mensch, ich habe das gestern gesehen bei dem Format. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt alle gesund und gemeinsam werden wir das in der Region, denke ich mal, packen. Ja, würde mich freuen. Alles klar. Martin, danke. Alles Gute. Ja. Jetzt kommt Musik. Deswegen, ich war vorhin etwas irritiert. Ich wünsche jetzt erstmal viel Spaß mit der Thorsten Drewes Tanz- und Showband, mit der lieben Sabrina und dem lieben Thorsten und der ganzen Mannschaft. Viel Spaß. Unchain my heart, baby, let me be. You don't care, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart.
Ja, liebe Freunde, meine Damen, meine Herren, ich freue mich ganz besonders, dass auch heute Landtagsvizepräsident Frank Österhellwig bei uns ist. Lieber Frank, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gern. Nach der Landrätin, dem Bürgermeister, jetzt die Landesregierung. Wie erlebt ihr gerade in Hannover diese verrückten Corona-Zeiten? Ihr werdet ja wahrscheinlich jeden Tag angerufen, angemailt, angeschrieben und ich weiß gar nicht. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Natürlich nicht Vertreter der Landesregierung, sondern des Parlaments, vollkommen klar, auch als Vizepräsident. Für uns ist das eine vollkommen neue Situation. Ich bin seit 17,5 Jahren dabei, sowas habe ich noch nicht erlebt und die Kollegen vorher auch nicht. Also etwas vollkommen anderes und wir als Abgeordnete, muss ich sagen, stehen so ein bisschen dazwischen, denn im Augenblick ist es ja die Zeit der Exekutive von der Bundeskanzlerin über die Landesregierung bis hin zu Landräten und Bürgermeistern. Wir als Abgeordnete stehen quasi daneben und haben zwei Aufgaben. Ich sage es mal so ein bisschen salopp. A, irgendwann die Hand zu heben, damit genug Geld für die Maßnahmen zur Verfügung steht. Und B, dann die Kritik der Bürger entgegenzunehmen, wenn die Regierung was falsch gemacht hat. Das gehen wir dann auch weiter. Wir haben im Augenblick eine Scharnierfunktion. Das heißt, wir vermitteln, wenn es um Fragen zu Unterstützung durch die N-Bank geht, wenn es um Fragen geht, wie läuft das jetzt weiter, wenn es um Fragen geht, ja, welche Lehren ziehen wir aus dieser Krise? Und das ist eine sehr spannende Aufgabe. Thema N-Bank, du hast es gerade angesprochen. Da wurde ja vorletzte Woche was verändert. Dieser Kredit, der war ja erst für über 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese 50.000. Jetzt wurde der verändert auf unter 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt wurde ich natürlich auch im Zuge des MIT-Geflechts angesprochen. Warum, wieso, welche Begründung? Du sagtest ja auch, ihr als Abgeordnete bekommt das manchmal auch nicht sofort, sondern das wird dann gemacht. Und wenn ihr dann angesprochen werdet, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Ja. Also wir bekommen die Infos über solche Maßnahmen, wenn es gut läuft, zeitgleich zur Presse. Okay. Manchmal ganz kurz vorher, oft auch etwas später. Diese Maßnahme ist deswegen gelaufen, um ja Doppelförderungen zu verhindern und Zuständigkeiten abzugleichen. Und das, was ich so ein bisschen als Problem sehe, wir haben uns ja drüber unterhalten, ist, was ja eigentlich erfreulich ist, das läuft, wenn es über die N-Bank läuft, eigentlich flotter und einfacher, wenn es über die KfW läuft, in Zusammenarbeit dann mit den Hausbanken, bei manchen gut und bei manchen weniger gut. Die Begründung dafür im Einzelnen kenne ich nicht. Mhm. Ich finde es eigentlich schade, weil die N-Bank ja in der Tat doch jetzt ja gut am Laufen ist, weil das wirklich eine sehr positive Entwicklung ist. Die haben inzwischen, ich sag mal, mir annähernd 110.000 Anträge auch bewilligt. Da warten zwar immer noch einige, aber 110.000 Anträge, die ja auch geprüft werden müssen, da geht es um Steuergelder, ist natürlich eine tolle Geschichte. Uns geht es darum, das muss flott und unbürokratisch gehen. Und meine Bitte wäre, wenn da jemand wirklich Probleme hat, sich auch ungerecht behandelt fühlt, dann bitte melden, dann kann ich nachfragen und dann schauen wir, wie wir helfen können. Du bist ja immer ansprechbar, du bist ja auch nicht nur Landtagsvizepräsident und Landtagsabgeordneter, du bist ja auch Kommunalpolitiker. Hier im kommunalen Bereich gibt es ja den Fonds, vielleicht kannst du da noch ein Wort drüber verlieren. Also ich kann nur sagen, dieser Solidarfonds hier in Wolfenbüttel, Florian Rehm, Stadt Wolfenbüttel, Landkreis Wolfenbüttel, das ist, glaube ich, ja, etwas fast Einzigartiges. Da kann man nur sagen, Respekt, Hut ab, dass hier die Initiative ergriffen worden ist. Da hat man vielen sehr, sehr schnell geholfen. Einige haben geredet von 2-3 Tagen, dann war die Hilfe da. Mhm. Und ich denke, das ist etwas, was auf jeden Fall eine super Ergänzung ist. Uns geht es letztendlich auch darum, ich habe ja neulich so einen kleinen Vorschuss unternommen und dann wurde das auch klargestellt, dass beispielsweise auch Vereine und Verbände mit einbezogen werden können. Das ist nach Auskunft der Landrätin, die mir da auf meine Frage geantwortet hat, der Fall. Denn auch unsere Vereine und Verbände leiden natürlich unter dieser Situation. Die haben laufende Kosten, müssen ihre Kosten decken, was den Vereinsbetrieb angeht, haben Pachten zu bezahlen und. Verbindlichkeiten aus Krediten, beispielsweise für technische Anlagen. Und auch dafür ist dieser Solidarfonds gut, so wurde es mir gesagt. Und das finde ich hervorragend. Jetzt sind ja 1,8 Millionen, glaube ich, oder 1,85 raus. Bei 2 ist dann vorbei. Würdest du appellieren, als Kreistagsabgeordneter den Firmen auch noch mal was nachzuschießen und zu sagen, es ist so schnell abgeflossen, wir haben gesehen,
dass die Menschen, dass die Firmen das benötigen. Wir müssen doch mal was nachlegen. Also was für Berlin gilt, was für Hannover gilt, das gilt sicherlich auch für die kommunale Ebene. Ich denke, dass beispielsweise, dafür kann ich sprechen, weil ich auch Kreistagsabgeordneter bin seit vielen Jahren, dass beispielsweise der Landkreis durchaus nochmal ins Portemonnaie greifen könnte, wenn wir wirklich feststellen, es ist noch ein Bedarf da und wir müssen Menschen helfen, die jetzt oder Betrieben helfen oder Vereinen helfen, die dort in Not sind. Selbstverständlich. Und ich denke, dass nächste Woche schon eine Sitzung ist, wo auch darüber möglicherweise gesprochen wird. Du warst, glaube ich, Anfang der Woche bei einem guten Freund von uns, auch MIT-Mitglied. Dirk Wöhler. Dirk Wöhler, Präsident der Deutschen Discjockeys. Die Branche ist ja so erwischt worden, wie, glaube ich, auch keine andere, weil die wissen jetzt schon, dass in diesem Jahr sowieso kein Plattenteller aufgelegt wird und im nächsten Jahr bedingt wahrscheinlich auch nicht. Welche Erfahrung hast du an dem Abend gemacht? War ein sehr interessantes Gespräch, 1,75 Stunden. Noch interessanter war das Vorgespräch. Da habe ich nämlich eine Menge über diese Branche gelernt, die riesengroß ist, die top qualifiziert ist, die auch ein deutscher Exportschlager ist. Das darf man nicht vergessen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist tatsächlich der Fall. Und genauso wie die Tourismusbranche, also vor einigen Tagen hat ja Firma Schmidt auf eine tolle Art und Weise auf die Probleme aufmerksam gemacht, genau wie die Tourismusbranche war die komplette Veranstaltungsbranche zuerst betroffen. Und wird zumindest in weiten Teilen ja ganz zuletzt wieder im Normalbetrieb laufen. Und da ist es in der Tat so, dass man diesen Unternehmen helfen muss, denn es hängt eine Menge dran. Es hängen qualifizierte Arbeitsplätze dran. Das sind Unternehmen, die hier auch Steuern zahlen. Ich will das mal ausdrücklich sagen, das ist kein herausgeschmissenes Geld, sondern das sind auch Investitionen, die wir da als öffentliche Hand letztendlich tätigen. Und sie vermitteln Kultur. Auch das darf man ja nicht vergessen. Ein Großteil der Veranstaltungen, die von dieser Branche bedient werden, die hat was mit Kultur zu tun. Mhm. Und wir merken im Augenblick ja gerade, wie wir auch kulturelle Aktivitäten vermissen. Und deswegen ist es besonders wichtig, auch denen zu helfen durch direkte Zuschüsse. Auch durch Offenheit bei der Frage, wie kann ich auch bei größeren Veranstaltungen etwas für die Sicherheit der Menschen tun. Und beispielsweise, sehr interessanter Vorschlag von Dirk Wöhler, auch Diskussionen über die Frage notwendig, inwieweit beispielsweise Freibeträge für Unternehmen bei Betriebsveranstaltungen, Betriebsfeiern zu erhöhen sind, um dieser Branche, wenn es wieder läuft, eine Chance zu geben. Du sprachst eben die Zuschüsse an. Das ist ja auch immer so ein Thema, was wir in der MIT viel diskutieren und die Debatte auch wieder immer wieder anstoßen. Zuschüsse werden ja auch in vielen Branchen gefordert. Da helfen im Moment keine Kredite. Wie stehst du da auch, dass der Staat sagt, okay, da geben wir jetzt Geld hin, bevor wir am Ende eine riesen Arbeitslosenkurve haben, wo dann auch wieder der Staat erstmal entsprechend bezahlen und abdecken muss? Ist es vielleicht sinnvoller, die Firmen möglichst zu retten, bevor sie in die Insolvenz gehen? Wir sprechen natürlich über die Firmen, die vor der Krise auch gesund waren. Also bitte mal nicht falsch verstehen, was die MIT da fordert. Wie stehst du zu den Zuschüssen? Also ich halte es für sehr sinnvoll. Die Betriebe sind, wie übrigens auch viele soziale Einrichtungen, kulturelle Einrichtungen, sprachen wir eben gerade drüber, unverschuldet in Not geraten. Und das ist keine normale Wirtschaftskrise, wo es mal ein bisschen abflaut und irgendwann dann vielleicht wieder aufwärts geht, sondern das ist wie eine Vollbremsung, bei der man dann noch durch seine eigene Windschutzscheibe fliegt. Da kann man nichts dafür. Und deswegen ist es wichtig, diesen Unternehmen zu helfen. Denn was nützt es der Gesellschaft? Und was kostet es die Gesellschaft, wenn tatsächlich aus dieser Firma später keine Steuereinnahmen mehr kommen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitslos sind und dann auch auf staatliche Hilfe angewiesen sind und wenn solche Unternehmen beispielsweise auch nicht mehr ausbilden können, weil sie schlicht und einfach nicht mehr da sind. Das ist, glaube ich, nicht ganz einfaches, aber nachvollziehbares Rechenexempel. Mhm. Und ich sage es nochmal, sind unverschuldet in Not geraten. Es geht nicht um die, die sowieso irgendwann in absehbarer Zeit nicht mehr am Markt wären. Und deswegen sollten wir ihnen helfen. Wichtig dabei ist,
Das ist auch ein Thema der Diskussion um die N-Bank gewesen. Es gibt natürlich auch ein paar Spezialisten, die gerne nebenbei noch ein bisschen was abgreifen und auch ja, rechtswidrig was abgreifen. Denen müssen wir auf die Finger klopfen, damit denen geholfen werden kann, die auch Hilfe benötigen. Oder das Beispiel, was in Nordrhein-Westfalen passiert ist, das wollen wir natürlich jetzt in der Sendung nicht weiter vertiefen, aber sind natürlich schon am Rande dieser ganzen Förderung und auch ganz viele Trittbrettfahrer dabei. So ist das. Das muss man ganz klar sagen. Ich kann nur sagen, für den Mittelstand, wir hatten heute gerade eine Telco, du warst auch mit dabei vom MIT-Kreisvorstand. Ich grüße auch nochmal alle Freunde des Kreisvorstandes. Wir haben uns heute auch ganz klar dazu geäußert, dass wir die innerhalb der MIT uns da auch nochmal Gedanken machen, wie das mit den Zuschüssen laufen kann und laufen muss. Und da appelliere ich natürlich auch an Sie und an euch, dass ihr uns dann, wenn wir genau wissen, wo wir hinsegeln wollen, uns natürlich unterstützt. Lieber Frank, ich möchte mich erstmal recht herzlich bedanken, dass du trotz der vielen auch Telefontermine und auch, ihr habt ja auch Sitzungen im Landtag, natürlich mit Sicherheitsabständen, als Landtagsvizepräsident bist du ja im Tagesgeschäft da auch gefangen, aber dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir persönlich und deiner Familie natürlich vor allen Dingen ganz viel Gesundheit und trotz Corona ein schönes Wochenende. Alles Liebe, alles Gute. Das Gleiche gebe ich natürlich gern zurück. Vielen Dank. Danke, Frank. Alles Gute. Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Meine Damen, meine Herren, es geht jetzt um die nächste Frage. Ich habe hier den Zettel jetzt. Zweite Frage kommt jetzt. Ach so, okay. Dann andere Reihenfolge. Ja, ich bedanke oder wir bedanken uns jetzt erstmal. Das haben wir vorhin nicht vergessen, aber es war eine andere Reihenfolge. Live ist live, sage ich immer. Ich freue mich jedes Mal, denn jede Sendung ist anders. Wir danken natürlich auch diesmal wieder recht herzlich der Kurt-Mast-Jägermeister-Stiftung, die dafür sorgen und auch die Stadt Wolfenbüttel, dass wir ordentlich City-Gutscheine hier auch verlosen können. Die erste Verlosung war ja vorhin. Nachher gibt es die weitere für diese Sendung. Wir danken dem Wolfenbüttler Schaufenster natürlich immer als Medienpartner für die Berichterstattung der Firma Dermaroller. Und jetzt kommt meines Erachtens die nächste Frage. Welche Figur Lessings steht vor der Herzog-August-Bibliothek? Ist es A. Nathan der Weise? Ist es B. der Rechen-August? Oder C. der schwarze Herzog? Die Fragen, die Antworten dann wieder sammeln. Am Ende der Sendung wird... Ihr seht es hier unten eingeblendet. Das kam, glaube ich, vorhin noch nicht. Persönliche Nachricht bei Facebook. Oder wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse. Das ist ja toll. Wir haben gewinnspiel@mit-wf.de. Also wer jetzt per Mail antworten möchte, das geht jetzt in dieser Sendung auch, weil wir beim letzten Mal, glaube ich, die technischen Probleme hatten. Da möchte ich natürlich dem lieben Dirk Fleming nochmal danken, der sich jetzt auch in dieser Sendung mit seinem technischen Support zur Verfügung gestellt hat. Jetzt freue ich mich ganz besonders auf unseren nächsten Gast. Es ist der liebe René Warners. Wer kennt ihn nicht? Wer hat ihn nicht schon im Fernsehgarten gesehen? Lieber René, erstmal schön, dass du es heute hier auch in die Sendung geschafft hast. Wir haben ja vorhin auch über den Fernsehgarten schon gesprochen. Ja. Es geht ja wieder los. Ich gucke auch gerne Fernsehgarten und meine Kinder, weil da ist immer Stimmung, tolle Musik am Sonntag. Ja. Wir lesen Schaufenster und gucken Fernsehgarten. Das ist unser Ritual. Schön. Wann geht's wieder los? Du bist ja auch im Fernsehgarten immer fest gebucht. Nächste Woche. Nächste Woche geht's wieder los. Also die Woche fängt der Fernsehgarten wieder an, aber erstmal ohne Publikum. Und nächste Woche wird's auch ohne Publikum sein, leider. Sonst sind immer 2.500 Leute da. Wahnsinn. Und es wird natürlich anders sein und anders werden, ohne Publikum. Aber ich lasse mich überraschen. Ist diese Stimmung, die wir vorm Fernseher erleben, ist die, wenn man dort live ist, noch viel emotionaler, weil es kommt schon toll rüber. 50% kommt rüber. Ja, toll. Also, und dann ist also wirklich, das ist Partystimmung. Also das ist richtig Partystimmung, da geht es richtig rund. Und, da du ja bestimmt auch irgendwen kennst, ich komme da gerne mal mit, wenn du das nächste Mal hinfährst. Kein Problem. Ich, als kleines Kind habe ich das schon geguckt damals und war begeistert. Meine Eltern haben das auch immer geschaut. Ja, muss man mal gucken, wenn gerade die richtigen Bands auftreten und die richtig passende Musik da an ist, dann kommst du gerne mit und dann machen wir da ein bisschen sehr Party. Cool. Das sage ich schon mal, danke für die Einladung, lieber René. Ja. Sag mal, du hast deine grüne Tasche dabei. Du bist ja Deutschlands bekanntester TV-Gärtner. Was hast du uns denn heute hier mitgebracht? Also grundsätzlich, ich habe immer meine grüne Tasche, weil ich bin Pflanzenarzt. Ich sorge dafür, dass es den Pflanzen gut geht und dass die Pflanzen gesund bleiben. Und das natürlich auf natürliche Art. Das heißt, also sieht man auch an meinem neuen Buch. Das heißt, ein gesunder Garten ohne Chemie. Das ist ganz wichtig. Auch das wieder ist das Thema Chemie, was wir vorhin mit Martin hatten. Ganz wichtig. Also auch hier das große Thema, also verzichten auf Chemie im Garten. Das können wir.
Das sieht anders bei der Landwirtschaft aus, da sieht es anders aus, aber wir im Haus- und Kleingarten, wir können darauf verzichten, wir müssen das nicht. Und wenn man mal überlegt, also ich habe für dieses Buch recherchiert und habe gedacht, so in dem Buch könnte ich jetzt schreiben, vor 10 Jahren haben wir, ich sag mal, 5000 Tonnen Chemie in unsere Gärten gekippt und heute könnte ich sagen, machen wir nur 4, aber nein, heute muss ich sagen, wir hauen 7 rein. Also das ist mehr geworden und nicht weniger. Und das ist meine Aufgabe, immer wieder zu sagen, Leute, es gibt Alternativen. Und das ist das Wichtigste. Das Wichtigste, ich kann ja nicht meckern. Ich kann nicht rummeckern und den Leuten irgendwas erzählen und habe aber keine Alternativen. Und das ist das Wichtige. Wir müssen immer Alternativen finden, dann können wir auch was bewegen. Und das ist für mich wichtig. Dann warten wir mal, was für Alternativen jetzt aus dem Arztkoffer kommen. Die erste Alternative ist natürlich, muss ich mal sagen, alles, was ich so, ich habe ja eine Pflanzenklinik. Vielleicht hast du schon sicherlich von gehört. Deutschlands erste Pflanzenklinik? Genau, eine Pflanzenklinik in Kissenbrück. Und zwar ist es dort. Dort habe ich eigentlich jeden Dienstag Sprechstunde. Aber auch in der Corona-Krise fällt bei mir die Sprechstunde aus. Also die Sprechstunde ist bei mir auch digital. Wird auch sehr gut angenommen. Das ist auch eine gute Sache. Aber vielleicht gucken sogar ein paar aus der Sprechstunde heute zu. Ja, das kann bestimmt sein. Das ist bestimmt sicherlich so. Ich habe dir auch was mitgebracht, also finde ich auch für die Zuschauer hier, also mein Buch, und zwar hier stehen alle Rezepte drin. Das heißt, was kann man machen? Hier sind ganz viele Chartbilder drin. Das heißt also, wie sieht meine Pflanze aus? Die hat auf einmal so komische Pickel an dem Blatt. Was kann das sein? Mhm. Und ich habe immer den Tipp dazu, wie kann man das mit Mitteln aus der Natur beheben. Das heißt also, da steht immer dabei, was ich dann eben zum Beispiel habe ich hier den Birnengitterrost und da kann man ganz, was kann man dagegen tun? Hier kann man zum Beispiel eine Spritzung mit Meerrettich zum Beispiel. Ja, also das ist halt immer gleich die Frage und dann gleich und die Antwort. Und was gibt es Natürliches? Was haben unsere Großeltern, also unsere Urgroßeltern? Da gab es keinen Baumarkt und auch kein Gartencenter. Was haben die gemacht, um in ihrem Garten chemiefrei zu machen? Also du hast sozusagen in dem Buch immer gleich die Antwort dahinter. Man muss nicht bis zur letzten Seite lesen und sagen, meine Güte, wann kommen jetzt die Antworten? Es macht Spaß, es zu lesen. Keine Frage. Also es macht Spaß. Hier sind so ein paar Anekdoten mit drin. Also es ist ein Buch, was man sich wirklich zulegen kann. Also auch mein neues kann ich nur empfehlen. Habe ich leider nicht hier, weil es ausverkauft ist. Das ist toll. Wie viele Bücher hast du bis jetzt verkauft, lieber René? Ungefähr 100.000. 100.000 Bücher? Ja, 100.000 Bücher. Trotz, dass die Menschen eigentlich digital heute viel lesen. Ja. Also wenn ich das damals meinem Ausbilder gesagt hätte, ich habe zum Beispiel hier in Wolfenbüttel gelernt, bei der Stadt Wolfenbüttel, wenn ich damals meinem Ausbilder gesagt habe, ich werde mal Bestseller und schreibe Bücher über Pflanzenschutz, der hätte diese Jacke genommen, die man so hinten zusammenbinden kann und hätte mich abgeführt und hätte gedacht, das kann nicht wahr sein. Kein Mensch hat es mir geglaubt. Ja. Aber wie ist es? Wir sind in der Zeit, wo die Leute nachdenken und wo die Leute einfach sagen, okay, ökologisch und die in ihren Garten selbst Gemüse anbauen wollen und sie wollen dann eben auch keine Chemie. Und das ist auch zum Beispiel auch hier, was wir vorhin hier mit dem Kollegen gehört haben. Das ist ganz wichtig. Aber wie kommen denn heute Abend zum Beispiel die Leute an diese Bücher? Das ist ja noch spannend. Also, grundsätzlich dieses Buch, das lasse ich jetzt hier. Und das wird mit verlost. Also das könnt ihr jetzt hier mit verlosen. Und ich glaube, das ist halt, ich glaube, der letzte Preis ist der erste. Jawohl. Ja, nämlich dieses Buch. Und wir wissen ja nachher, wer auch gewonnen hat. Du schreibst noch ein Autogramm. Auf alle Fälle handsigniert, gar keine Frage. Und wer es natürlich noch haben möchte, hier gibt es 2 tolle Buchhandlungen in Wolfenbüttel. Ja. Die haben beide, alle 3 Bücher da. Die eine war sogar schon bei uns in der Sendung. Ja, genau. Ich glaube in der letzten, wenn ich jetzt nicht durcheinander komme. Da habe ich nämlich gleich 2 Kinderbücher noch gekauft. Genau. Ne? Aber eins will ich noch unbedingt sagen. Also weil man ja immer sagt, ja okay, das ist ja vielleicht so ein bisschen, ja so Hanebücherei. Das hat er sich so ausgedacht. Aber... Also ich möchte nur zeigen, dass das halt... Ruhig mal in die Kamera. Ja, genau. Also möchte ich mal die Kamera zeigen. Kann man ruhig mal zeigen, dass also wirklich eine namhafte Firma für Gartenprodukte also wirklich meine Rezepte in so einer Sprühflasche tun und die verkaufen. Dann kleben sie noch ein Bild von dir drauf. Und ein Bild von mir, dass sie sagen, das ist das Rezept von Herrn Waders, vom Pflanzenarzt. Und mit meiner Unterschrift darunter, genau. Und da bin ich sehr zufrieden, weil da habe ich erreicht, was ich erreichen möchte. Das heißt, jede Flasche, die hier verkauft wird, wird weniger Chemie verkauft. Und so. Und das ist halt eine ganz tolle Sache. Das ist halt einfach nur ein Beispiel. Ich will das mal zeigen. Also in der Pflanzenklinik hast du diese Rezeptur, zusammen. Und dann hast du diese Rezeptur an die... Für dich. Okay. Ich lasse dir das hier, weil du pflanzt ja deine Tomate da ein. Genau, das ist ganz wichtig. Und Tomaten, Krankheit Nummer 1, ist Braunfäule. Und was ist hier drin? Was haben die früher gemacht? Früher die Menschen, die haben Rhabarberzeit. Das heißt, die Rhabarberstiele wurden gegessen, Kompott draus gemacht. Und die Blätter, die dann überbleiben, da kann man den Tee draus machen. Und wenn ich dann regelmäßig meine Tomate damit einsprühe,
dann kriegt sie keine Braunfäule. Und das ist eine ganz einfache Sache, das funktioniert auch bei Kartoffeln. Also Braunfäule an Kartoffeln, ja, 7 Wochen lang, einmal die Woche damit eingesprüht und es funktioniert. Kann man selber machen, gar keine Frage, aber ich weiß ganz genau, dass du das nicht selbst machst. Und darum lasse ich, dir die Flasche hier. Das heißt also für deine Erde ich sag und mal hier, ja. Amelie, guck mal, ja. Bring heute Abend was mit nach Hause. Genau. Komme ich nicht mit leeren Hemden. Genau, genau. Und du hattest, glaube ich, noch eine Frage von deiner. Ich wollte auf jeden Fall noch eins von dir wissen. Genau. Das ist, ich habe das so ein bisschen rausgehört. Ihr habt jetzt in Börsum demnächst ein Event auch. Und die Frage, die ich, das ist mir noch so ein bisschen auf den Nägeln. Dieses Event, was ihr da vorhabt, was soll da genau ablaufen? Also, wir machen also ich sag mal, eine Gartenshow. Die Gartenshow heißt Pflanz dich. Ist eine ganz tolle. Wir laden Prominente ein, das heißt, und das nach Börsum in die Gärtnerei Probst. Das ist eine ganz tolle Sache. Und ich spreche mit denen, habe noch eine Moderatorin an meiner Seite und wir sprechen über Gartenthemen. Das heißt, was bewegt die Leute, was haben die Leute für Gartenthemen zu Hause? Mag er eher den stachligen Kaktus oder eher den schönen Lorbeer? Und als ersten Gast haben wir den Jörn Schlunfuck da. Ja. Und gute Zeiten, schlechte Zeiten, ne? Ja, genau. Jawohl. Und mal gucken, was der so zu erzählen hat. Ja. Und das ist ganz wichtig. Und wir haben einen tollen Sponsor gefunden, weil das ist ja eben wichtig. Ich meine, ihr habt auch einen tollen Sponsor. Wir haben Stiel als Sponsor gefunden. Stiel, jawohl. Genau, da geht es. Ist eigentlich nicht so mein Ding, weil es ist immer alles zum Absägen, Umsägen. Petty Heek war doch in der Einsendung, der hat die Stielprodukte mit dabei gehabt. Da schließt sich ja wieder der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Das Netzwerk, toll. Genau, wunderbar. Das wird bestimmt eine ganz tolle Sache. Wird das nur eine Sendung oder wie läuft das? Nee, mit mehreren Sendungen. Also die ersten beiden Sendungen sind fertig geplant und so, aber die Corona-Krise, wir wollten es mit Zuschauern machen und das ist überall das Gleiche. Wo kann man die Sendung dann sehen? Auch auf Facebook Live. Super. Also ja, genau. Wir müssen uns nur sagen, wann, nicht, dass wir dann zusammen... Nein, wir machen das auf dem Feiertag, das heißt Pfingstmontag. Gut, wir haben ja hier, müssen ja mal aufpassen, dass wir nicht auf dem Feiertag sind, wir wollen immer davor sein. Genau, und wir machen das Pfingstmontag, weil wir einfach sagen, Pfingstmontag haben die alle genug vom Feiern und so und dann liegen sie gechillt. Und dann kommst du um die Ecke. Genau. Jetzt nochmal eine persönliche Frage. Wir haben bei uns im Garten relativ viel Löwenzahn auf dem Rasen und haben auch schon viel versucht. Wenn ich ehrlich bin, bis jetzt ist uns dann nicht so viel gelungen. Hast du da noch einen heißen Tipp für uns? Also es gibt so ein eisenhaltiges Mittel, das nennt sich in Fachkreisen Unkrautstecher. Ja, da sticht man tief rein und holt es raus. Also mit Manneskraft muss man einfach, keine andere Chance. Nein, also... Es gibt natürlich Möglichkeiten, aber ich sage, Chemie gehört da einfach nicht hin. Das ist gut für die Arbeit, gut für den Rücken, mal bücken, sich bewegen und so. Das ist eine Arbeit, erst recht, wenn man den ganzen Tag so im Büro oder vielleicht so, ist das gar keine schlechte Idee. Also die Ansage ist klar angekommen bei mir, natürlich. Ja, ich werde mich da jetzt morgen gleich drum kümmern. Genau. Aber das ist ein Zeichen, also die Kuhblume ist eine Zeigerpflanze und die zeigt, dass viel Stickstoff im Boden ist. Und das ist ein gutes Zeichen. Das ist immer ein gutes Zeichen für den Rasen, weil der Rasen dann gut ernährt ist. Also ab und zu rausstecken, dass in der einen Sendung sagte ich ja, wir haben am Neuen Weg ein kleines Grundstück, da ist es so, wenn man den Finger in die Erde steckt, 3 Stunden später sind Wurzeln dran, weil es natürlich altes Gärtnerland ist. Ja? Ja. Die liebe Swantje vom Bauer Buß sagte auch, wir haben hier ganz, ganz tolle Böden. Genau, und Gärtnerland, Gärtnerstadt Wolfenbüttel. Also das ist halt, darum habe ich auch hier Gärtner gelernt. Ja, bei der Stadt Wolfenbüttel. Bei der Stadt Wolfenbüttel. Also René, ich freue mich ganz besonders, dass du heute in der Sendung warst und muss nochmal ganz recht schön Dank sagen. Du hast ja echt einen vollen Terminkalender. Und diese Sprechstunde, die du durchführst, die führst du ja im Moment, hast du gesagt, auch nicht... Die habe ich extra hier in eine Stunde verschoben. Ja. Das heißt also, die Sprechstunde geht um 8, geht die gleich weiter. Um also 8 sozusagen im... Die kratzen schon alle auf der anderen Seite und sagen und warten darauf, dass ich nun deren Fragen beantworte. Ja, super. Also unser Ziel ist natürlich, wenn wir mit dieser Corona-Krise durch sind, wollen wir alle Gäste, die wir hatten und alle Musiker einladen zu einer ganz tollen großen Veranstaltung, zu einem tollen Abend. Da lade ich dich jetzt auch schon mal recht herzlich zu ein. Freue mich, dass du heute da warst und freue mich, dass wir zusammen dann mal bald zum Fernsehgarten fahren. Ja, René, alles Gute. Jetzt kommt Musik. Ich sehe es schon. Es geht los. Thorsten Drewes, Tanz und Showband. Viel Spaß. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious.
Ja, liebe Band, das war mal wieder klasse. Ihr habt uns ja auch schon zweimal bei uns im Autohaus emotional abgeholt. Und heute in euren eigenen Räumlichkeiten, da hört man noch mal ein bisschen mehr Gefühl raus. Ganz toll, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Ja, jetzt kommt erstmal die dritte Gewinnspielfrage. Denn unser Gewinnspiel läuft ja immer bis zum Ende durch. Wann wurde unser Schlossplatz wiedereröffnet? Also der schöne Schlossplatz direkt hier im Herzen der Stadt Wolfenbüttel. War es A 2018, war es B 2019 oder C 2020? Und jetzt werden nochmal alle drei Fragen eingeblendet. Wie heißt das 2000 Quadratmeter große Möbelhaus in unserer Innenstadt? Möbelhaus Lebgut, A, B Möbelscheune oder C Möbel Balzer. Welche Figur Lessing steht vor der Herzog-August-Bibliothek? A. Nathan der Weise, B. der Rechen-August oder C. der schwarze Herzog? Und die dritte Frage, wann wurde unser Schlossplatz wiedereröffnet? A. 2018, B. 2019 oder C. 2020? Also jetzt alle Antworten zusammenführen. Jetzt wird nochmal eingeblendet, wo die direkt hingehen. Entweder die persönliche Nachricht über Facebook, heute auch wieder erreichbar für euch, oder gewinnspiel@mit-wf.de. Ich sage jetzt schon mal viel Erfolg und drücke euch die Daumen. Heute ein besonderes Gewinnspiel mit den Büchern von René. Und die City-Gutscheine sind ja auch immer tolle Beträge bei. So, apropos Gutscheine, apropos Einkaufen. Jetzt schaue ich mal zu unseren nächsten Gästen. Das sind die liebe Anja und die liebe Moni von der Sigda Schatzkiste. Ich freue mich jetzt das erste Mal, es ist Premiere. Aus Sigde ist wer da, aus dem Landkreis. Als wir das Format mal anfingen, einmalig ausprobiert, wurde uns gar nicht klar, was wir für einen Zulauf haben. Wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Ja, ich bedanke mich erstmal recht herzlich für die Einladung. Also ich bin durch Facebook darauf aufmerksam geworden und fand das sofort eine ganz tolle Aktion. Gerade so wir in Häkchen Kleinhändler, ja, die das Dorfleben ja mit unseren Geschäften bereichern, haben es ja immer schwierig, sage ich mal, in der Medienwelt sich präsentieren zu können. Wir machen zwar ganz viel schon auf Facebook und Instagram, aber als ja Corona kam, war ja dann von heute auf morgen Schluss. Man musste die Türen schließen. Und dann merkt man erstmal, dass man eigentlich wirklich hilflos ist, ne? Das ist das Stichwort Corona, Türen schließen, komplett zu. Komplett zu. Wie wart ihr erreichbar telefonisch? Ihr habt auch was mit dem Online-Shop, hast du vorhin gesagt? Ja, wir mussten uns erstmal sammeln und manchmal denkt man ja, gar nichts machen ist besser, weil wirtschaftlich kommen wirklich in der Zeit gar nichts rüber. Aber wir haben uns dann neu aufgestellt, haben es auch als Chance gesehen. Ich hänge auch an mein Team, ich habe 4 Mitarbeiter, das möchte ich natürlich auch weiterhin aufrechterhalten. Und meine Kinder haben dann gebastelt, also wirklich mit so einer virtuellen Show, dass man in dieses Geschäft reingehen kann, Gang für Gang sich erkunden kann, ein Online-Shop, aber nur für unsere Kunden. Wir gehören so einem Werbefachverband an und da haben wir schon viele Möglichkeiten, medienmäßig was darzustellen. Und sie hat dann für unsere Kunden, die eine Kundenkarte haben, so mit F3 und C4 und was weiß ich, kleine Bilder reingestellt. Und die Kunden haben dann auch entweder per E-Mail, per WhatsApp oder halt, wir haben eine Kartonkiste einfach vor die Tür gestellt, da durfte jeder seinen Zettel reinschmeißen. Und wie ist die Ware dann zum Kunden gekommen? Außerhalb haben wir es natürlich mit einem Fahrzeug, also mit einem PKW transportiert und innerörtlich ist da meine Tochter da mit einem Fahrradanhänger losgefahren und hat dann die Sachen vorgestellt, also vor die Tür gestellt. Also Schatzkiste auf 2 Rädern und 4 Rädern unterwegs, on Tour. Und manche Kunden haben dann gerufen, schneller wie Amazon, heute früh bestellt, heute Nachmittag geliefert, das war ja dann ganz cool. So. Im lokalen Handel ist es ja möglich. Ja, also das dürfen wir nicht vergessen, das ist ja eigentlich ein großer Vorteil. Viele sehen das immer nicht, die sind einfach auf dieser Plattform gefangen und die Plattform macht dann natürlich auch ihre Sache. Ich sage auch immer, das ist ja unser Slogan, den haben wir heute noch gar nicht gesagt. Wir sagen ja immer, schaut global, kauft lokal. Genau. Und das ist natürlich eine wichtige Botschaft, auch in Sigde. Meine Frage nochmal, die Corona-Krise ist ja jetzt für euch sozusagen in eine gewisse Normalität übergegangen. Ja, durftet wieder öffnen. Wie geht ihr da im Alltag mit um? Ja, also erstmal danke ich auch dem Landkreis oder Stadt Wolfenbüttel für den Mastfonds. Also das ging wirklich, wie es vorhin auch erwähnt wurde. Ich habe angerufen, habe ein paar Daten, Zahlungsartenberichte rübergeschickt und das ging absolut
also ganz innerhalb einfach. Von 3 Tagen. Ne? Und ich finde es auch gut, dass ich hatte jetzt auch die zweite Möglichkeit nochmal angefragt. Es wird geprüft und ich habe auch gesagt, wir haben jetzt auf. Wir haben ja früher von 9 bis 18 Uhr geöffnet gehabt. Jetzt haben wir von 10 bis 12 und nachmittags von 15 bis 18 Uhr auf. Also die Einnahmen sind schon weniger, aber die Kunden freuen sich. Also wir haben ganz viel dankbare Kunden. Also da möchte ich auch nochmal einen Dank sagen. Dank an mein Team auch, das hinter uns, also hinter mir steht und dass wir immer ordentlich kämpfen und die Kunden kommen und sagen, wir kaufen hier ein, ob wir was brauchen oder nicht, wir wollen euch unterstützen. Das ist also auch... Also die Solidarität, die du erfährst, ja, auf allen Ebenen, ist total klasse. Genau. Jetzt haben wir ganz viel erzählt, ihr habt ja auch was mitgebracht. Genau. Vielleicht können wir mal gucken, ihr seid ja im Ranzenbereich hier in der Region schon spezialisiert, ja, kann man das so sagen. Ja, wir nutzen gerade diese verkürzten Öffnungszeiten mit Ranzenberatung, weil gerade das Ranzengeschäft hat gelitten in dieser Corona-Zeit. Das war so eigentlich die stärkste Zeit, wo man Schulranzen verkauft. Der Laden ist voll und wir machen im Moment also mit Hände desinfizieren, Mundschutz. Die Mütter setzen den Ranzen auf. Wir beraten auf Abstand, nach Terminvereinbarung telefonisch und Frau Raubach ist da unsere Expertin. Die berät dann immer schön. Vielleicht. Was ist das für ein schönes Modell? Das ist jetzt von der Firma Ergobag, der feste Schulranzen. Ja. Alle Schulranzen wachsen mit, können im Rückenteil verstellt werden. So kann man das individuell zu dem Kind einstellen. Es gibt ja kleine zierliche, etwas kräftig, wie auch immer. Man kann dann immer schauen, das einstellen, alles erklären, dass die Mütter es dann auch im Nachhinein weiter verstellen können, wenn das Kind dann in die 3. Klasse kommt. Und dann kann das Kind damit zur Grundschule gehen. Und daneben haben wir jetzt ein... Das ist für die weiterführende Schule, ja, für die Kinder, die jetzt im Sommer zur Schule kommen, also die diesen Schulwechsel dann haben von 4. auf 5. Klasse. Ja. Da passen wir es auch an. Und wir haben natürlich mehrere Firmen. Wir haben einfach nur mal ein paar Modelle mitgebracht. Die untere Firma, die können wir mal nennen. Scout. Genau, Scout, genau. Ja. So war das früher. Hattet ihr diesen Griff, der so rausfuhr? Kennt ihr den noch? Genau, das ja. Da Möbelstück, wo man sich draufsetzen konnte. Da war ich so stolz. Der war ja auch komplett eckig, wenn ich mir den jetzt angucke. Das ist ja, sieht ja gar nicht mehr aus wie dieser klassische von früher. Ne? Man kriegt ja wahrscheinlich auch viel mehr rein. Ich finde es halt wichtig, gerade jetzt das Ranzengeschäft noch mal ein bisschen zu bewerben, weil wir haben ganz viele Kunden, wir haben eine tolle Garantieleistung. Wenn man Ranzen kaputt ist, dann schicken wir den Ranzen ein. Die Kunden erhalten auch einen Leihranzen von uns. Es gibt ganz tolle Serviceleistungen, also aus dem Grunde. Die Botschaft heute Abend ist, Ranzen kauft man bei der Schatzkiste in Sickte. Genau. Ist das so? Ja. Super. Ja, ich finde das ganz toll, dass ihr beiden heute hier wart und auch spontan gesagt habt, wir sind dabei. Wir werden vielleicht auch mal eine Sendung in Sickte machen. Ich werde die Tage mal mit Marco Kelb telefonieren. Vielleicht haben wir dann eine Möglichkeit. Da sind ja auch ganz viele Firmen ansässig und wir machen dann so eine kleine Roadshow mit dem Format. Auch an Marco nochmal ein großes Lob und auch an Dunja Kreiser. Also die waren in der Zeit gerade, wo ich da niemanden erreicht habe und mich nachts hingesetzt habe, alle halbe Stunde Wecker gestellt habe, auch für die Förderung. Die waren immer da. Also man konnte mal schnell WhatsAppen oder irgendwas, also mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Das ist das, was Frank Öster-Helwig vorhin gesagt hat. Gebt mir Feedback, wir kümmern uns auf allen Ebenen. Das Tolle ist ja auch, muss man ganz klar sagen, auf allen politischen Ebenen, ob Stadt, ob Kreis, ob Land, ob Bund, die Verzahnung läuft da im Moment. Und da wird nicht geguckt, welche Partei das ist. Das interessiert im Moment gar keinen. Das fand ich auch ganz schön. Es geht gerade um Existenzen und das ist eine Erfahrung, die ich auch gerade mache, muss ich ganz klar sagen. Habt ihr noch eine persönliche Botschaft? Dann ja, es war ja so vieles Nachhaltiges heute mit Blumenerde und Wein, der Bio-Wein. Also wir legen auch großen Wert auf Nachhaltigkeit. Wir haben schon seit einigen Jahren eine Pfandtasche sowieso. Also es gibt schon ewig lange keine Plastiktüten. Der Kunde kriegt für 2 Euro zum Beispiel eine Pfandtasche, kriegt aber die 2 Euro wieder beim nächsten Einkauf. Und unser Genial-Lokal, unser Buchhandel, wo wir bestellen halt, da kann der Kunde Bücher bestellen von einem Tag auf den anderen. Und das kommt auch in Mehrwegboxen ohne Verpackungsmüll. Also diese Nachhaltigkeit. Und wir arbeiten auch ganz viel mit Firmen zusammen, die in Deutschland herstellen. Also auch Grafikwerkstatt und Lami. Und ich will jetzt keine Werbung machen, aber wir achten schon darauf, dass auch familienorientierte Unternehmen und nicht jetzt irgendwie... Ganz toll. Also Thema Nachhaltigkeit kann man wirklich sagen, war heute das Top-Thema der Sendung. Ja. Erstmal schönen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch auch ein tolles Wochenende. Morgen habt ihr ja nochmal ganz normal offen. Wir haben auf. Ja, von... Morgen haben wir von 11 bis 13 Uhr. Von 11 bis 13 Uhr. Also wer noch einen der schönsten Ranzen der Region braucht, ist dann bei euch herzlich willkommen. Jawohl. Alles klar. Vielen Dank. Ich sage auch schönen Dank, euch einen guten Nachhauseweg. Alles Gute, bleibt gesund. Ja? Dankeschön. Jetzt gehe ich hier einfach mal an der Seite vorbei, denn jetzt kommt es dazu, ich habe es schon ein paar Mal versucht, jetzt das erste Mal in der Sendung,
vor der Kamera und nicht hinter der Kamera, der liebe Michael Heims, der Ideengeber dieser Sendung hier. Lieber Michael, wie ist dir denn das eigentlich mal eingefallen, was du mir hier angetan hast, was mir mittlerweile natürlich auch Freude bereitet? Ich hätte selber nicht geglaubt, dass wir die 10. Sendung machen und heute sitzen wir hier ganz selbstverständlich, sprechen mit allen. Ich glaube, man sieht es macht auch allen sichtlich Spaß. Wie ist dir diese Idee mal gekommen? Unter der Dusche, auf dem Fahrrad oder hat dir einer einen Fußball an den Kopf geknallt? Erzähl doch mal. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das gekommen ist, aber auf jeden Fall ist das schon ein paar Jahre her. Das war vor 3 Jahren. Und ich dachte, ich meine, das war so zu der Zeit, als Facebook auch die Möglichkeit gegeben hatte, selbst so Live-Videos zu machen. Und dann dachte ich, ja, warum macht eigentlich hier in Wolfenbüttel niemand so etwas? Ich meine, wir haben schöne Geschäfte, wir haben eine Innenstadt, es wird sich immer beklagt. Kein Umsatz, man kennt uns nicht und Werbung so teuer. Und da habe ich gesagt, mach doch mal diese günstige Low-Budget-Geschichte. Mhm. Ja, damals wollte es noch keiner hören, da war der Mond noch zu neu. Mhm. Ja, und jetzt, als dann Corona kam und auch ich dann etwas zu Hause saß und überlegte, was kann man noch mal so machen, ja, da habe ich dann dich angesprochen und gesagt, eigentlich ist das Format für Holger. Na, ich sagte tatsächlich dann am Telefon, wir probieren das mal aus, ja. Aber dass es mittlerweile wirklich schon ein Erfolg geworden ist, da bin ich selber auch ein bisschen, habe schon eine kleine Träne im Knopfloch. Und du bist ja auch von der ersten Sendung an mit dabei, hinter der Kamera. Oh, jede Sendung ist anders natürlich. Am Anfang waren ja, wir auch alle ein bisschen aufgeregt. Die Weiterentwicklung dabei, das macht einfach Spaß. Also das ganze Team, jeder hat Ideen, ob es jetzt der Dirk ist oder Momo, du, Harald, Annette. Oder auch die Gäste selbst sagen, könnte man mal so machen oder so machen. Mhm. Das ist schon etwas, was Spaß macht. Und ich denke, man sieht es auch, dass am Ende das Produkt, wenn man sich danach nochmal anschaut, also ich muss es mir danach ja immer erstmal anschauen. Geht mir nicht anders. Und sehe auch, Mensch, das ist ja doch viel besser geworden. Ja. Und es macht Spaß und ich hoffe, wir kriegen da noch so ein paar Sachen hin. Ideen haben wir, glaube ich, noch viele. Ja. Schauen wir mal. Ja. Also muss ich auch ganz sagen, was sich da entwickelt hat in den letzten Wochen. Wir haben letztens mal zusammengesessen und haben gesagt, die letzten 7 oder 8 Wochen haben wir ja zusammen verbracht. Ja. Und immer an jeder Sendung. Wir haben ja 2-mal die Woche gesendet, jetzt machen wir es 1-mal die Woche. Und Bereitschaft ist schon wieder da. Zum Beispiel für die nächste Woche am 15. Mai werden wir direkt live aus dem Schmidt-Terminal hier gegenüber senden. Da möchte ich natürlich schon mal dem lieben Philipp, dem lieben Georg und auch dem lieben Willem Schmidt Danke sagen, dass wir dann unsere Zelte bei euch aufschlagen. Das ist nämlich auch entstanden, als wir bei der Busdemo waren. Die haben auch gesagt, was für eine tolle Aktion, und hat ein Wort das andere gegeben. Dieses Netzwerk, was gerade funktioniert, lieber Michael, du bist ja auch schon lange hier in Wolfenbüttel. Was machst du denn jetzt außerhalb, dass du so eine Sendung, sag ich mal, hinter der Kamera betreust, mit Ideen betreust? Das ist ja nicht dein Hauptberuf, du machst ja noch andere Dinge. Ich bin Diplomkaufmann und habe mich dann irgendwann mal für die Logistik ganz stark interessiert. Habe auch viele Jahre in der Logistik selbst gearbeitet, im Versandhandel. Und habe mich dann dazu entschlossen, das Ganze dann an unsere Unternehmen weiterzugeben. Also ich berate vom Wareneingang bis zum Warenausgang Unternehmen, wie sie dort ihre Prozesse gestalten, optimieren können, um halt eben wirklich optimale Ergebnisse für den Kunden auch zu bekommen. Das ist das eine, was ich seit vielen Jahren mache. Mhm. Und nebenbei beschäftige ich mich noch mit dem Thema Augmented Reality seit ein paar Jahren. Mhm. Eine spannende Geschichte. Ja. Ich versuche auch gerade in Wolfenbüttel ein Projekt zu platzieren. Ja. Schauen wir mal, es könnte noch interessant werden. Wir sprachen da ja schon mal drüber. Ich denke, in einer der nächsten Sendungen können wir das da nochmal vertiefen. Du bist da, glaube ich, auf einem guten Weg. Erstmal freue ich mich, dass du heute mal vor die Kamera gesprungen bist und gesagt, jetzt muss ich auch mal, Holger hat schon so oft gesagt. Ich muss auch mal, ja, haben schon alle gesagt, warum gehst du nicht auch mal dahin? Ja, also es war auch bis jetzt eine ganz tolle Zeit, eine ganz angenehme Zeit. Ich möchte auch nochmal Dank zurückgeben, auch im Namen der MIT. Wir haben das gerne auch unterstützt, das ganze Format, werden das auch weiterhin natürlich tun, aber jetzt haben wir eine ganz andere Idee wieder entwickelt, dass wir on Tour gehen. Genau. Wie ist es dazu denn gekommen? Ja, es war ja, du hattest beim ersten Mal gesagt, 3 Sendungen, das können wir mal machen. Genau, genau. Nach der ersten Sendung war mir schon klar, nee, der Holger, der macht da länger mit. Also es hat mir so viel Spaß gemacht danach und die Ideen kamen dann ja auch von dir, es sprudelte aus dir raus. Nur es war von Anfang an gesagt,
immer hier an einem Platz? Nein, wir wollen also auch den ganzen Handel ihm die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren, zu zeigen, wie schön es ist. Also ich selbst muss sagen, lieber Thorsten, ich war noch nie in deinen heiligen Hallen. Mir gefällt es hier wirklich sehr gut. Ich bin erstaunt, was wir winken mal Thorsten, ne? Thorsten. Ja, hallo Thorsten. Und nein, von daher, es lohnt sich einfach mal in die Geschäfte auch reinzugehen und zu schauen. Und von daher, jetzt bringen wir die Geschäfte halt eben mit in unser Format rein und können so auch Leuten, die vielleicht etwas weiter weg sind und sagen, warum sollte ich da mal hinfahren? Jetzt schaut rein, schaut unsere Sendung, dann wisst ihr, warum es sich lohnt, auch dahin zu fahren. Michael, kannst du noch was dazu sagen, welche Reichweite mittlerweile diese Sendung erreicht hat? Du hast mir mal einen Chart geschickt, da waren sogar Leute, die in New York sich das angeguckt haben. Wie kann man sich denn das vorstellen? Das ist ja mittlerweile verrückt. Die ganze Welt guckt zu oder ja, wie ist das? Das ist die Macht von Facebook. Jeder, der bei irgendeinem Post unten ein Like drückt, wird gleich gespeichert und je nachdem, wie interessant dieser Beitrag ist, wird es auch dann an deine Freunde weiterverteilt. Ja, und ich habe Freunde auf der ganzen Welt. Wenn ich dann teile, dann kommt dann der Hans aus der Schweiz, den habe ich vorhin schon gesehen, der ist wieder mit dabei gewesen. Oder wer auch immer, es geht europaweit, es geht teilweise weltweit. Ach ja, Amerika, Father Brad hat auch geguckt, das habe ich auch gesehen. Sehr schön. Es ist Wahnsinn, was für eine Macht dahinter steht. Und von daher kann ich jedem nur empfehlen, hier einfach mitzumachen, sich zu zeigen, zu präsentieren, auch mal auf Like zu drücken und im Idealfall unten drunter unter dem Post auch was zu schreiben. Weil das zeigt Facebook dann, hey, das ist ein richtig wichtiger Beitrag, den lohnt es sich weiter auszuspielen. Ja, und wir haben in den letzten Wochen, die aktuelle Zahl habe ich nicht, weil die immer nur die letzten 4 Wochen angezeigt werden. Ansonsten muss man die ganze Statistik sich runterladen. Ja. Das habe ich heute einfach nicht mehr geschafft. Alles gut. Können wir in einer der Sendungen auch nochmal... Knappe 60.000 Reichweite haben wir in den letzten 6 Wochen erzielt. Das ist schon Und die Minuten Video, die geschaut wurden, also nicht nur 3 Sekunden Aufrufe, die sind alle rausgerechnet. Wir haben, glaube ich, über 20.000 Minuten Videozeit also in wir den haben letzten ja, 3 Wochen gehabt. Wenn man jetzt sagt, über die Ländergrenzen hinweg, haben wir ja jetzt schon mehr Länder erreicht, als Wetten, dass es je getan hat. Wenn ich mir das überlege. Ja, wir sind auf jeden Fall über Europa rausgegangen. Das waren wir. Das ist doch schon toll. Also ganz toll. Ja, lieber Michael, du hast jetzt auch wieder, willst noch mal wieder einmal switchen, hast du gesagt. Ich gehe noch einmal auf die andere Seite der Kamera. Ich bleib noch einen Augenblick hier sitzen und freue mich jetzt ganz besonders, dass der große Finalsong kommt. Währenddessen laufen natürlich noch einmal die Fragen durchs Bild, denn ich glaube, gleich ist Cut. Nein, ist schon Cut. Schon ehrlich, okay, dann ist schon Cut. Also das war's. Jetzt beim nächsten Gewinnspiel könnt ihr wieder mitmachen. Alle, die jetzt mitgemacht haben, sind gleich die Gewinner. Denn bei dieser Sendung gibt es ja nur Gewinner. Es gibt ja nur Gewinner. Ich hier wieder allein. Alles klar, Micha, mach's gut. Ja, dann viel Spaß jetzt mit der Thorsten Drewes Tanz- und Showband mit dem nächsten Song. She's still in my bed as I dream about movies you won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist I wake up and French kiss the morning while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe, about love and the truth, what you mean to me and the truth is, baby, you're all that I need. I wanna live
Well, I'm so far away. Each step that I take is on my way home. A king's ransom and dimes I give each night to see through this payphone. Still I run out of time, or it's hard to get through, till the bird on the wire flash me back to you. I'll just close my eyes and whisper, baby, my love is true. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Zuschauer, MFG, Menschen, Firmen und Geschichten.
geht jetzt zum Finale über. Wir werden jetzt gleich nochmal eine Gewinnspielziehung haben für die heutige Sendung. Alle, die mitgemacht haben, können sich jetzt schon mal freuen. Aber ich möchte mich erstmal recht herzlich noch bedanken bei Thorsten und Sabrina Davis. Da kommt Sabrina gerade auch ins Bild, liebe Sabrina. Schönen Dank, dass ihr uns hier heute beherbergt habt. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Das freut mich. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Salzdalumer Vogelbörse, da haben wir heute viel gelernt. Mit dem Torf, das ist nicht ganz so gut. Bei René war das, unserem Fernsehspezialisten für den Garten. Lieber René, war richtig schön, dass du heute mit dabei warst. Ich weiß jetzt auch, was man so machen muss. Ich habe jetzt schon morgen früh, weiß ich schon, wie es weitergeht mit mir. Also schönen Dank auch dafür. Ja, die Signa Schatzkiste war mit dabei. Marco Kelp hat gerade geschrieben, hallo Marco, erstmal von meiner Seite. Wir sind herzlich in Signa eingeladen. Diese Einladung nehmen wir natürlich gerne an. Wir wissen nur noch nicht genau wann, aber wir werden nach Signa kommen mit diesem Format. Und die Signa Geschäftsfreunde, Geschäftsleute können sich natürlich dann auch dort präsentieren. Und wir melden uns einfach direkt nochmal bei dir, Marco, und stimmen dann einen Termin ab und dann kommst du auch auf die Plaudercouch. Ja, ich möchte mich nochmal recht schön bedanken bei Michael Heims, dem Ideengeber dieser Sendung, der heute auch erstmalig in der 10. Sendung auf dem Sofa saß, sonst immer hinter der Kamera. Lieber Michael, schön, dass du mit dabei warst und auch mal was dazu gesagt hast. Dann möchte ich mich recht schön bei der Stadt Wolfenbüttel bedanken, bei der Jägermeisterstiftung, beim Autohaus Gebrüder Bormann. Und natürlich beim Wolfenbüttler Schaufenster für die Berichterstattung, bei Flevo Event Service und bei den Kreativburschen, bei Heims Consult, bei der MIT Wolfenbüttel selbstverständlich, bei Annette Tondorf von Ad-Hoc und nochmal beim Musikhaus Treves. Schönen Dank. Die Spendenkonten werden jetzt nochmal eingeblendet. Kurt-Mast Jägermeister Stiftung, Solidarfonds, 1 Euro a day. Und wer beim nächsten Mal dabei sein möchte, am 15. Mai im Schmidt-Terminal. Wir haben noch, glaube, 2 Plätze. Oder, nee, ich erzähle zu viel, es ist jetzt schon voll. Wir können dann beim nächsten Mal, der Termin wird natürlich frühzeitig bekannt gegeben, noch jemanden aufnehmen. Aber am 15. sind wir tatsächlich schon ziemlich dicht. Jetzt kommt die Gewinnziehung. Liebe Sabrina, Trommelwirbel, ich mach's mal so. Genau. Ja, ich trommel mal hier heute. Es geht jetzt um 50 Euro wieder als City-Gutschein. Ist das richtig? Genau, es sind 6x 50 Euro Gutscheine, ein 200 Euro Gutschein und ein Sonderpreis. Es ist ein Buch, Pflanzendoktor, kann ich hier erkennen. Genau, und der erste 50 Euro Gutschein geht an Norbert Fasserling. Norbert Fasterling, 50 Euro, herzlichen Glückwunsch. So, Insa Hermasch. Insa Hermasch hat 50 Euro gewonnen, Gratulation. Das ist der Axel Henze, herzlichen Glückwunsch an Familie Henze. Axel Henze, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Ich will noch mal daran erinnern, die Gutscheine kann man sich bei Harald Born, bei Erdbring und Fehmeier in der Kummisstraße hier in Wolfenbüttel abholen. Das Geschäft ist geöffnet natürlich auch morgen und die ganze nächste Woche logischerweise. Die nächsten 50 Euro. Heike Bendrick, herzlichen Glückwunsch, Frau Bendrick. So, noch zwei 50 Euro Gutscheine. Michaela Probst. Michaela Probst, herzlichen Glückwunsch. Der Gewinn geht nach Börsum. Gratulation. Und der letzte 50-Euro-Gutschein geht an Frauke Vosshage-Traupe. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So, wir kommen jetzt zu dem 200-Euro-Gutschein. 200-Euro-Gutschein als City-Gutschein. So, ich will noch mal. Mal gucken. Moritz Henze, herzlichen Glückwunsch. Moritz Henze, herzlichen Glückwunsch. 200 Euro gewonnen heute Abend hier auf unserer Show MFG. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Gratulation. Liebe Sabrina, du hast das wieder entzückend gemacht. Aber ein Preis fehlt noch, der Sonderpreis. Ein Preis fehlt. Deswegen, Buch. Ich wollte jetzt nicht so trommeln, ich wollte jetzt sagen, das Buch. Okay, kommt. Trommel du nochmal und ich trommel nochmal, pass auf. Jetzt kommt das Buch. Jetzt kommt das Buch noch mit Widmung. Genau. Und das Buch. Pflanzendoktor bekommt Buffy Franke. Herzlichen Buffy Glückwunsch. Franke. Buffy Franke, Gratulation von Texas Roads. Lieber genau. Buffy, auch nochmal schönen Dank, dass du in einer unserer Sendungen mit dabei warst.
War sie nicht wieder entzückend. Wenn wir ein Publikum hätten, würde es jetzt einen großen Applaus geben. Sabrina, vielen Dank, Holger. Ganz lieben Dank, dass wir heute bei euch sein durften sehr und gerne, dass ihr auch wieder in die Tasten gehauen habt. Ihr seid ja schon, unser Job. Ihr seid ja schon genau, bei uns mitgebucht immer. Und ich denke, wir haben eine tolle Geschichte entwickelt gemeinsam. Finde ich auch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, dir das und deiner gleiche Familie. Alles Gute. Montag, toi, toi, toi. Auf geht's. Dass es hier vorangeht. Herzlich auf geht's. Wieder hier in der Musikschule. Wir sagen gemeinsam tschüss, auf Wiedersehen. Alles Gute. Wir sehen uns wieder am 15. Mai im Schmidt-Terminal um 19 Uhr wieder einschalten. Wir haben ein tolles Programm, tolle Gäste. Und natürlich auch gibt's wieder was zu gewinnen. Und ich darf eins verraten, ich werde am 15. Mai kochen. Zwar nicht erstmalig, aber mit einer tollen Kochpartnerin. Von daher freue ich mich schon ganz besonders. Schönen Abend noch, kommt gut ins Wochenende. Alles Gute, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.